Augen auf, News. Lausche deinem Selbstbewusstsein und vertraue deiner Intuition. Ich habe vor einigen Wochen ein sehr interessantes Schriftstück von einem Herren aus Bayern mit dem Namen Jürgen Geißreiter erhalten. Es beinhaltet Weissagung oder Voraussehung einiger sogenannter Seher aus dem Raum des Autors. Diese Voraussehungen, die Herr Geißreiter mühevoll recherchiert und zu Papier gebracht hat, könnten sich auf einen kommenden Dritten Weltkrieg und eine östliche Invasion beziehen, wie auch auf einen Meteoriten- oder Kometeneinschlag, der unzähligen Menschen das Leben kosten würde. Ich denke da eher an beides. Zuerst bricht der Dritte Weltkrieg aus und dann schlägt oder streift die Erde ein Komet oder mehrere auf der Erde ein. Zumindest denke ich, dass es uns die Seher damit sagen wollen. Man denke dabei an unsere Geschichte. Alles wiederholt sich. Lausche deinem Selbstbewusstsein und vertraue deiner Intuition. Der blinde Jüngling von Prag. Böhmische Weissagungen. Sein Leben ist zwischen den Jahren 1347, Vorhersage der Pest in Böhmen, und über 1356 hinaus anzusiedeln. Doch weder sein genaues Geburtsjahr noch sein weiteres Schicksal konnte ermittelt werden. Tatsächlich, so überliefern Druckschriften aus dem Jahre 1491, 1559 und 1660, brachte man den blinden Jüngling im Jahre 1356 vor den Kaiser Wenzel, Karl IV., dem er dann im Traumzustand die wenigen, aber inhaltsschweren Sätze verkündete. Der Seher, wahrscheinlich in seiner Kindheit erblindet, ein Hirte, soll schon frühzeitig, Jüngling, von Visionen gesprochen haben. Seit 1914 trifft allerdings mit geradezu grauenhafter Genauigkeit alles ein, was der blinde Leibeigene in wenigen Sätzen zusammenfasste und nunmehr zum Erbe der Menschheit zählt. Die Zukunft beginnt mit dem sehr aufschlussreichen Satz. Ein neuer Krieg wird ausbrechen. Dieser wird der kürzeste sein. Mit dem ein neuer Krieg lässt der Seher kein Zweifel daran, dass Waffensysteme zum Einsatz kommen, die sich von der bis dahin prophezeiten und uns bekannten Kriegsführung verhemmt abgrenzen. Ausbrechen deutet auf einen gänzlich unerwarteten Beginn des Übels. Der Krieg wird über uns hereinbrechen. Deutlich bezieht er sich zudem auf die zwei vorigen Weltkriege, exakt vom Jüngling vorhergesehen, mit den Worten: Dieser wird der kürzeste sein. Die Rache kommt übers große Wasser. Zum Glück der Vernichtung, folgend Dritter Weltkrieg, wird dem Lauf des Jünglings Rache beschert, welche übers große Wasser kommt. Tatsächlich rechnete der Seher bereits um das Jahr 1356 mit einem Vergeltungsschlag vom anderen Ende der Welt. Aber es wird nicht eher Friede in Europa, ehe nicht Prag ein Trümmerhaufen ist. In der Kürze der Zeit wird Prag die Wucht des Krieges über sich ergehen lassen müssen. Dessen ist sich der Seher bewusst. Das Volk in Böhmen wird durch diesen Krieg vernichtet und alles im Lande verschüttet werden. Der erste Teil des Satzes bezeichnet ein sehr düsteres Szenario, dem ansonsten nichts hinzuzufügen ist, und alles im Lande verschüttet werden, beschwört eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Zweimal wird das Böhmerland gesiebt werden, das zweite Mal werden nur so viele Tschechen übrig bleiben, wie auf einer Hand Platz haben. Bei einer seiner vorigen Weissagung, also der Zweite Weltkrieg, bezog sich der Jüngling auf die deutsche Nation, dem Sudetenland. Nun nennt er aber im Zusammenhang mit dem Dritten Weltkrieg sein eigenes Volk. Klar bezieht er sich auf zwei Ereignisse, die seine Landleute in unmittelbarer Folge knechten: Dritter Weltkrieg und abermals zur Kirschblüte wird Prag vernichtet werden. Abermals bezieht sich auf seine Weissagung hinlänglich des Zweiten Weltkrieges im Frühling 1945.
Der große Krieg, also der Zweite Weltkrieg, wird zu Ende gehen, wenn die Kirschblüten... Eine exakte Zeitbestimmung wird genannt und wiederum wird die Zerstörung Prags als Fakt festgehalten. Ein Fakt, der wohl gleichsam das Ende des Dritten Weltkrieges abermals mit einbezieht. Eine Sonne wird stürzen und die Erde beben. Die Sonne fiel vom Himmel und zerbarst, meinte ein überlebender Japaner in Hiroshima. Allerdings stürzt beim Seher eine Sonne vom Himmel, sei demzufolge mehrere Sonnen, ein Meteoritenschauer, Bruchstücke eines Asteroiden oder andere übernatürliche Erscheinungen kommen also gleichsam in Frage. Hierzu: Zweimal wird das Böhmerland gesiebt werden. Das zweite Mal werden nur so viele. Wenn zum zweiten Male die Kirschen reifen, werden die Vertriebenen aus Böhmen traurig wieder zu ihren Herren, ihren Webstühlen und Feldern zurückkehren. Wann nach solch Exodus die Kirschen wieder reifen, liegt wohl in weiter Ferne. Wohl, woher die Vertriebenen kommen sollen, wird nicht erwähnt. Deutschland und Österreich werden im Falle eines erneuten Weltkrieges ebenfalls zum Schauplatz katastrophaler Vernichtung. Aber es werden Landleute zurückkehren zu ihren Herren, zur Mutter Erde, um altertümliche Gerätschaften zu bedienen und sich dem nackten Existenzkampf, also der Landwirtschaft, zu stellen, vielleicht. Aber nur wenige werden es noch sein. Erneut unterstreicht der unbedarft agierende Seher die düsteren Tage der Vergangenheit. Und diese wenigen werden einander fragen, wo hast du gesteckt und wo du? Hier versteckt sich gar der Hinweis auf die baldige Rückkehr der Trauernden. Die Bauern werden hinter dem Pflug mit der Peitsche knallen und sagen, hier hat Prag gestanden. Der Glanz, also die goldene Stadt der Jahrhunderte, wurde von der Erde verschluckt. Die Rückbesinnung zur Natur, ein Herr der Tugend des alten Wissens, ist der Zukunft Weisheit. Über die Welt wird ein neues Zeitalter kommen, das man das Goldene nennen wird. Das Zeitalter des Friedens schließt sich an und alles wird gut. Anmerkung: Die Alten, Opa und Oma, sagten, alles wird so kommen, wie es überliefert und vorhergesagt worden ist. Erschreckend gestalten sich zu alledem auch die Weissagung der Sibylle von Prag. Es handelt sich um eine Prager Hellseherin, die von 1547 bis 1658 gelebt haben soll. Ihre Vorhersagen zur Zukunft der goldenen Stadt sind sehr genau. Noch dauert deine Herrschaft, mein geliebtes Prag, aber auch dir schlägt einst die letzte Stunde. Aus dem Osten wird ein Drachen kommen, schrecklich anzusehen, denn aus seinen 9x99 Augen werden tödliche Blitze sprühen und seinem weit geöffneten Maule entströmt giftiger Odem. Prag, mein liebes Prag, du wirst ein selten grausam Ende finden. Ein Hauch durch all deine Gassen, süß und warm. Erstaunt werden die Menschen fühlen, mit grausig verzerrten Gesichtern legen sich Tausende zur Ruhe und frösteln trotz der Wärme. Auswirkung von Menschenhand gemacht. Mit dem Flug, Drachen von Osten heraneilend, beschreibt sie aus heutiger Sicht einen klassischen Militärschlag. Ein Szenario ohne jedes Tabu. Es geht dem Ende zu. 10 dumpfe Schläge der letzten Kirche dröhnen in der Luft. Langsam und trübe wälzen sich die Fluten der Moldau dahin. Ein fruchtbarer Orkan braust über das Land, über die Stadt. Gelbbraue Staubwolken und schwere giftige Schwaden nehmen Mensch und Vieh den Atem. Der Hradschin steht in Flammen, in der Stadt bersten die Mauern, überall wütet das Feuer. Die Erde bebt, geschüttelt vom dumpfen Beben. Tiefe Klüfte öffnen sich, verschlingen Totes und Lebendiges. Die Gräber öffnen sich wie von Geisterhänden durchwühlt. Und die Skelette lächeln ein grausames Lachen. Alles versinkt in der unergründlich schwarzen Tiefe. Vom Wifschrat, Himmelberg oder Burg
kommt ein ungeheuer Feuerball daher. Felsen fliegen durch die Luft und über alles lodert das Feuermeer. Alles, was der Fleiß der Menschen geschaffen hat, liegt in Schutt und Asche. Man hört nur mehr das Brausen des Sturmes. Das Leben ist erloschen. Ich sehe nur Trümmer und Leichen. Langsam verziehen sich die Wolken nur dort, wo einst der stolze Dom stand. Sehe ich einen blutig-roten Feuerball. Es ist vorbei. Prag, dein Schicksal hat sich erfüllt. Wo sind deine Häuser, stolze Stadt? Warum spülen trübe Fluten die Gestade oder Heide? Grausig Gewürm lässt Leib und Geist erschauern. Unkraut und Sumpf voll giftigen Odems beherrscht die Landschaft. Ist das die Ernte der menschlichen Saat? Biblischen Katastrophen, Sintflut gleich brausen Orkane und Erdbeben aus der schwarzen Tiefe. Nacht, 10 Glockenschläge, 22 Uhr, über das Land, also Böhmen, und Zerstörung Prag. Felsen fliegen, Meteore, durch die Luft und ein blutig-roter Feuerball steht über der Stadt. Langsam verziehen sich die Wolken. Mühljasel oder Matthias Stormberger, auch Storberger genannt. Vermutlich hieß der Seher Matthäus Lang und lebte von 1753 bis 1805 im Raum Zwiesel, Niederbayern, wo er außerhalb der Friedhofsmauer begraben sein soll, wirkte er lange Jahre. Den Spitznamen Waldprophet gab ihn vermutlich ein Autor der Neuzeit. Aufgewachsen als Sohn eines Müllers soll er später aus Apoik, heute zur Gemeinde Hundertorf bei Straubing, gehören. Nach Rabenstein bei Zwiesel gewandert sein. Die Bauern verwendeten den fremden Burschen dann als Viehhirten und Kohlenbrenner. Bevor er sich dort ansiedelte, durchwanderte er wahrscheinlich große Teile des Bayernwalds und verdingte sich, indem er die Steine der am Wege liegenden Mühlen richtete und schärfte. Auf Reisen gab man sich zu dieser Zeit noch Namen, wie es einem in den Sinn kam. So nannte er sich bei der Wanderschaft vielleicht noch Matthäus Storberger. Die Mühle in Apoik nannten die Leute Storberger Mühle. Und da im hintersten Waldviertel, Zwieseler Winkel, sowieso nur ein sehr geringer Teil aller Leute des Schreibens mächtig waren, könnte sich über die Zeit hinweg auch Storberger oder Stormberger gebildet haben. So kann es sich auch mit seinem Vornamen verhalten haben. Aus Matthäus wurde Matthias. Gemäß dem uralten niederbayerischen Brauch, einen Hausnamen zu tragen, wurde er in Rabenstein dann wieder zum Mühljasel. Wie ihn auch die eingesessenen Leute in Apoik nahe dem Kloster Windberg nannten. Letztlich ist es aber nicht erwiesen, ob es sich um die ein und dieselbe Person handelt. Die Zukunft beginnt beim Mühljasel mit einer Andeutung. Aber es währt nicht lange. In einer Nacht wird's geschehen. Die auffallende Ähnlichkeit mit dem »Dieser wird der kürzeste sein« schleicht sich ein. Über die böhmische Berge werden die mit den roten Jacken oder Kappen kommen. Invasoren kommen ins Waldviertel, Zwieser Winkel. Krieg bricht über Nacht herein. Dann wird das Bayernland verheert und verzehrt, das Böhmerland mit eisernen Besen ausgekehrt. Das Verhängnis, das aus Böhmen kommt, wird den bayerischen Wald verheeren. Wer auf der Flucht zweierlei Brot mitnimmt und verliert eins, der soll sich nicht danach bücken, er wird's nicht mehr brauchen. Und wer seinen Mantel vergessen hat, soll sich nicht mehr umkehren, er wird ihn nicht mehr brauchen. Eine schaurige Katastrophe bahnt sich wohl an. Wer diese Zeit übersteht, muss einen eisernen Kopf haben. Flüchtende sollen ihre Köpfe schützen. Das Schicksal kann beeinflusst werden. Ein einfacher Helm wird einem nicht viel nützen. Vielleicht aber eine Maske, Gasmaske vielleicht, die einem Helm gleicht. Die Leute werden krank, aber niemand kann ihnen helfen. Die Tragik nimmt wohl ihren Lauf. Das große Aufräumen geht richtig an. Ein Himmelszeichen wird's verkünden. Eine Sonne wird stürzen und die Erde wird beben. Jüngling! Sollte es sich tatsächlich um eine apokalyptische Szenerie handeln? In jedem Fall kommt das große Aufräumen von oben herab.
Nur die Leute werden verschont bleiben, sobald die schwarzen Bäche gehen und bis zur verkehrten Kirche. Soweit die schwarzen Bäche gehen, bleibt ein Rätsel. Vielleicht sollte es lauten, die Leute werden verschont bleiben, welche bis zum schwarzen Bach, also Schwarzbach, am Hennenkobel 965 Meter und Außenried oder Schwarzer Regen ab Zwiesel gehen und bis zur verkehrten Kirche. In Zwiesel gibt es tatsächlich auch eine verkehrte Kirche, neugotisch. Der Pfarrer predigt oder zelebriert die Grundsteinlegung, Stadtpfarrkirche von 1892, nach Süden oder Norden. Nicht geäußerte Kirchen findet man sehr selten. Wer das letzte Aufräumen besteht, wird zu jedem fremden Menschen sagen: Bruder, wo hast du gesteckt? Schwester, hast du dich verborgen gehalten? Nur diejenigen, die sich gut verstecken und verbergen, werden überleben. Der Mensch erinnert sich wieder seiner Wurzeln. Danach gibt es im Waldland so viel Grund, dass sich jeder ein Haus wählen kann und Land so viel er will. Das Schlimmste ist wohl vorüber und Friede herrscht. Auch findet man noch Häuser oder was davon übrig geblieben ist. Anmerkung: Einer mündlichen Überlieferung aus Rabenstein zufolge sagte der Mühljasel: Wenn in meiner Beerdigung nichts passiert, dann braucht ihr das alles nicht glauben, was ich gesagt habe. Aber nach seinem Tod haben sie ihn von Rabenstein nach Zwiesel fahren müssen. Über die Hammerbrücke ist ihnen der Widernagel vom Fuhrwerk herausgegangen und die Totentruhe ist heruntergefallen. Der Deckel ist aufgegangen und sie haben den Mühljasel Stormberger oder Storberger noch einmal gesehen, wie er es vorausgesagt hatte. Man hat ihn, so der Volksmund, aufgrund seiner lebenslangen Zwistigkeiten mit der kirchlichen Obrigkeit außerhalb der Friedhofsmauer begraben. Alois Ihlmeier. Alois Ihlmeier, geboren am 8. Juni 1894 in Scharam bei Siegdorf in Oberbayern und verstorben am 26. Juli 1959 in Freilassing, war von Beruf Brunnenbauer, also Routengänger, und erlangte als Hellseher Berühmtheit. Ihlmeier wird zugeschrieben, während des Zweiten Weltkriegs die Orte von Bombeneinschlägen und den Aufenthaltsort von Vermissten vorausgesagt zu haben. Außerdem wird ihm nachweislich nachgesagt, bei der Aufklärung von Verbrechen geholfen zu haben. 1947 wurde Ihlmeier am Amtsgericht in Laufen wegen unbefugter Ausübung der Hellseherei gegen Entgelt angeklagt. Jedoch aufgrund von Zeugenaussagen und einer Vorführung seiner Hellsichtigkeit, eine Folgescheidung des Richters, freigesprochen. Vielleicht bezieht sich eine Aussage von Ihlmeier auf die Chemtrails und grenzt auf diese Weise den Zeitraum für den Ausbruch des Dritten Weltkrieges ein. Jetzt sehe ich die Erde wie eine Kugel vor mir, auf der die Linien der Flugzeuge hervortreten, die nunmehr wie Schwärme von weißen Tauben aus dem Sand auffliegen. Der Dritte Weltkrieg beginnt bei Ihlmeier mit dem Zitat: Anfang tut der vom Sonnenaufgang, Osten, Russland. Er kommt schnell daher. Die Bauern sitzen beim Kartenspielen im Wirtshaus. Da schauen die fremden Soldaten bei den Fenstern und Türen herein. Ganz schwarz kommt eine Heersäule herein von Osten. Es geht aber alles sehr schnell. Konkrete Angaben mit Feststellung werden genannt. Höchstwahrscheinlich bilden Einheiten der Fallschirmspringer die Vorhut und stehen über Nacht vor der Tür. Einen Dreier sehe ich, weiß aber nicht, sind's drei Tag oder drei Wochen. Der Dritte Weltkrieg dauert um die drei Wochen. Ein Fakt ohne Wenn und Aber. Von der goldenen Stadt, also Prag, Tschechien, geht es aus. Der erste Wurm geht vom blauen Wasser, Belgrad via Adria, nordwestlich bis an die Schweizer Grenze. Bis Regensburg steht keine Brücke mehr über die Donau. Südlich vom blauen Wasser, Adria, kommen sie nicht. Prag ist eingenommen und wird wohl zum Hauptquartier der Invasoren. Zeitgleich wird man von Belgrad via Adria zur Schweiz vordringen. Eine weitere Versorgungskette der Truppen zieht sich dann vom Osten via Prag über den Bayernwald bis nach Regensburg. Dann geht es Schlag auf Schlag. Massierte Truppenverbände marschieren in Belgrad, Serbien,
von Osten her ein und rücken nach Italien vor. Gleich darauf stoßen drei gepanzerte Keile nördlich der Donau blitzartig über Westdeutschland in Richtung Rhein vor, ohne Vorwarnung. Das wird so unvermutet geschehen, dass die Bevölkerung in wilder Panik nach Westen flieht. Viele Autos werden die Straßen verstopfen, wenn sie doch zu Hause geblieben wären oder auf Landwege auswichen. Was auf Autobahnen und Schnellstraßen ein Hindernis für die rasch vorrückenden Panzerspitzen ist, wird niedergewalzt. Das restliche Europa wird in den Konflikt integriert. Keines der Länder leistet ernsthafte Gegenwehr. Flüchtlingsströme formieren sich und stehen ohne Schutz da. Drei Stoßkeile sehe ich heranfluten. Der zweite Stoßkeil geht von Ost nach West über Sachsen. Der dritte von Nordosten nach Südwesten. Nach dem Überraschungsangriff verzweigt sich das Invasorenheer und nachfolgende Truppen drängen westwärts vor. Der zweite Stoß kommt über Sachsen, westwärts, gegen das Ruhrgebiet zu, genau wie der dritte Heerwurm, der von Nordosten westwärts geht über Berlin. Tag und Nacht rennen die Russen unaufhaltsam. Ihr Ziel ist das Ruhrgebiet. Es werden eindeutig Angaben zum Verlauf der Fronten gemacht. Weder Soldaten noch Flüchtlinge werden zur Ruhe kommen. Vom großen Frankfurt bleibt kaum etwas übrig. Die Invasoren kennt keine Gnade. Das Rheintal wird verheert werden, mehr von der Luft her. Der Krieg wird ohne Rücksicht auf Verluste zu Lande und zu Luft geführt. Und dann regnet es einen gelben Staub in einer Linie. Die goldene Stadt wird vernichtet. Da fängt es an. Wie ein gelber Strich geht es hinauf bis zu der Stadt in der Bucht. Eine klare Nacht wird es sein, wenn sie zu werfen anfangen. Die Panzer fahren noch, aber die darin sitzen, sind ganz schwarz geworden. Dort, wo es hinfällt, lebt nichts mehr. Kein Baum, kein Strauch, kein Vieh, kein Gras. Das wird welk und schwarz. Die Häuser stehen noch. Was das ist, weiß ich nicht und kann es nicht sagen. Es ist ein langer Strich. Wer darüber geht, stirbt. Die herüben sind, können nicht hinüber. Und die Drenterin können nicht herüber. Dann bricht bei den Heersäulen herüben alles zusammen. Sie müssen alle nach Norden. Was sie bei sich haben, schmeißen sie alles weg. Zurück kommt keiner mehr. Die Gegenwehr einer europäischen Allianz holt zum Schlag der totalen Vernichtung aus. Freund oder Feind, es gibt keinen Unterschied. Ob mit der Stadt an der Bucht Hamburg gemeint ist, wäre nur logisch. Übrig gebliebene Einheiten der Invasoren im Eroberungsgebiet flüchten Hals über Kopf nach Norden. Da sehe ich aber Juan dahin fliegen von Osten. Der schmeißt was in das große Wasser. Na, geschieht was Merkwürdiges. Da hebt sich das Wasser wie ein einziges Stück Turm hoch und fällt wieder runter. Dann wird alles überschwemmt. Es gibt ein Erdbeben und die große Insel wird zur Hälfte untergehen. Drei große Städte werden untergehen. Eine wird im Wasser zugrunde gehen. Die zweite steht kirchturmtief im Meer und die dritte fällt zusammen. Seine exakten Angaben spiegeln den Wissensstand und die Weitsicht dieses außergewöhnlichen Menschen wider. So kann man mit ruhigem Gewissen sagen, ein Flugzeug wird eine Bombe ins Meer, vermutlich südlich von London, abladen und im Anschluss versinkt ein Teil von England. Der Schlag von Osten ist demzufolge ein Vergeltungsschlag der Invasoren und wird mit Sicherheit England und der sich anschließenden europäischen Küstenregion gelten. Der Abwurf soll den verbliebenen Truppen einen Abzug nach Norden einräumen. Bei den Städten darf geraten werden: London, Paris, Brüssel oder Amsterdam. Während des Krieges kommt die große Finsternis, die 72 Stunden dauert. Der kürzeste der Weltkriege hat eine Dimension unbekannten Ausmaßes erreicht und ist völlig entartet. Da bricht mit demselben Überraschungseffekt wie der Invasorenangriff eine Finsternis über Europa herein. Dieses Ereignis hat nichts mit dem Kriegsgeschehen gemein. Bei diesem Geschehen sehe ich ein großes Kreuz am Himmel stehen und ein Erdbeben wird unter Blitz und Donner sein, das alles erschrickt und die ganze Welt aufschreie: Es gibt einen Gott.
Eindeutige Anzeichen zeugen vom Geschehen. Die Menschen erhoffen sich Hilfe vom Himmel. Eine Sonne wird stürzen und die Erde beben. Das große Aufräumen geht richtig an. Ein Himmelszeichen wird's verkünden. Es geht dem Ende zu. 10 dumpfe Schläge der letzten Kirche dröhnen in der Luft. Langsam und trübe wälzen sich die Fluten der Moldau dahin. Ein furchtbarer Orkan braust über das Land, über die Stadt. Finster wird es werden an einem Tag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt die Erde. Die Lichter brennen nicht, außer Kerzenlicht. Der Strom hört auf. Wer den Staub einschnauft, kriegt einen Krampf und stirbt. Draußen geht der Staubtod um. Es sterben sehr viele Menschen. Die Unglaublichkeit der Finsternis und deren Folge hält selbst den Seher gefangen, da er ausführlich und mehrmals darüber spricht. Niemand, kein Mensch wirft etwas vom Himmel, sondern die Naturgewalten erheben sich aus der Finsternis der Nacht. Dann geh nicht hinaus aus dem Haus, mach die Fenster nicht auf, mach während der 72 Stunden kein Fenster auf, häng sie mit schwarzem Papier zu, lass die geweihte Kerze oder den Wachsstock brennen. Alle offenen Wasser werden giftig und alle offenen Speisen, die nicht in verschlossenen Dosen sind. Auch keine Speisen in Gläsern, die halten es nicht ab. Aber noch einmal sage ich es, geh nicht hinaus, schau nicht beim Fenster hinaus und betet. Nach 72 Stunden ist alles wieder vorbei. Eine Art Apokalypse zerrt an Europa. Schauerlich zieht eine Dunkelheit über die Lande und vergiftet alles, was lebt und nicht in Sicherheit gebracht wurde. Erschüttert gibt uns der Seher Hinweise und warnt uns sehr konkret. Langsam verziehen sich die Wolken. Nur dort, wo einst der stolze Dom stand, sehe ich einen blutig roten Feuerball. Über Nacht sterben mehr Menschen als in den zwei Weltkriegen. Nach der Katastrophe werden mehr Menschen tot sein als in den zwei Weltkriegen zusammen. Die Zerstörungsgewalt des Ereignisses übertrifft alles, was der Menschheit bekannt war und spielt sich auch global ab. Stellt selbst die beiden vergangenen Weltkriege in den Schatten und übertrifft bei weitem die biblische Sintflut. Nach der Katastrophe wird eine lange, glückliche Zeit kommen. Wer es erlebt, dem geht's gut. Der kann sich glücklich preisen. Frieden kehrt ein. Es folgt eine gute Zeit. Durch die Klimaänderung wird bei uns wieder Wein angebaut. Es werden Südfrüchte bei uns wachsen. Es ist viel wärmer als jetzt. Die Katastrophe verändert das Menschengeschlecht zum Guten und bringt schlagartig einen Klimawandel zustande. Die Erläuterung sind meine, also Jürgen Geißreiter, Sicht der Dinge. Bitte denkt selbst nach und zieht eure eigenen Schlüsse. Mir lag daran, Seher aus meinem Heimatraum zu Wort kommen zu lassen. Der Vollständigkeit des Zusammenhangs wegen folgen nicht minder interessante Worte. Zeilen voll mit versteckter Ehrfurcht, einher einer schwingenden Weitsicht, die sich selbst verständigt und über die Zeiten hinweg fasziniert. Die Feldpostbriefe des Andreas Rill. Andreas Rill, 1881 bis 1952, war im Ersten Weltkrieg einfacher Soldat eines bayerischen Regimentes, das im Elsass eingesetzt wurde. Dort schrieb er 1914 zwei Briefe mit den Datumsangaben 24. und 30. August. Diese Briefe sind lange kaum beachtet worden, haben aber im Rahmen einer immer mehr an Prophezeiungen interessierten Öffentlichkeit verhehmend an Bedeutung gewonnen. In einem Kloster kreuzen sich die Wege des Andreas Rill mit einem sonderbaren Heiligen, dem er den Brief vom 24.08.1914 widmet und ergänzt: Denn es ist nicht zum Glauben, was der alles gesagt hat. Zur Zukunft. Erster Brief. Schreibt der Schreinermeister. Am Schluss kommt noch Russland und fällt über Deutschland her, wird aber zurückgeschlagen, weil die Natur eingreift. Und da wird in Süddeutschland ein Platz sein, wo das Ereignis sein sollte, wo die Leute von der ganzen Welt hinreisen, zu schauen. Klipp und klar schreibt der Autor über einen Angriff, vielleicht Kriegsausbruch, vom Osten her, einem Krieg, der sich letztlich der Naturgewalt beugt. Die Leute, also weltweit, sollen ihr Augenmerk nach Süddeutschland richten. Dann sagt er, dass der regierende Papst dabei sei beim Friedensschluss
muss aber zuvor in Italien fliehen, da er als Verräter hingestellt wird. Und er kommt nach Köln, wo er nur einen Trümmerhaufen findet. Alles kaputt. Der Krieg erreicht Italien und noch während seiner Flucht nach Köln rafft es diese Stadt hinweg. Frage: Welcher Friedensschluss? Achtung, sehr aktuell. Hierzu eine Anmerkung des Andreas Rell. Wir sagten, der hat's doch nicht ganz recht oder er spinnt. Im zweiten Brief vom 30. August führt er aus, den Brief vom prophetischen Franzosen werdet ihr auch schon haben. Da werde ich nicht fertig, was der alles gesagt hat. Denke immer an ihn. Es scheint fast unglaublich und ich will noch einiges euch mitteilen. Denn ob das wirklich kommen soll, ist wie ein Hirngespinst. Und das Unheil des dritten Weltgeschehens bricht herein. Russland überfällt den Süden Deutschlands, aber kurze Zeit. Und den verfluchten Menschen wird gezeigt werden, dass ein Gott besteht, der diesem Geschehen ein Ende macht. Den Schreiber machten die Vorhersagen schwer zu schaffen. Abermals wiederholt er den Ablauf des Kriegsszenarios und ergänzt den Verlauf mit einer untrüglichen Zeitangabe. Aber kurze Zeit. Ein Geschehen von oben herab, von Gott gesandt, macht dem ein Ende. Um diese Zeit soll es furchtbar zugehen und es soll den Leuten nichts mehr helfen. Denn die Leute sind so weit gekommen und können nicht mehr zurück, da sie die Ermahnung nicht gehört haben. Der Menschheit wird niemand mehr beistehen. Keine Regierung, kein Gott. Die Gewalt der Worte, die ihm der Seher vermittelte, raubte dem Soldaten Rill wohl den Atem. Befand er sich doch selbst im Chaos des Ersten Weltkrieges. Dann werden die Leute, die noch da sind, ruhig und Angst und Schrecken wird unter ihnen weilen. Denn jetzt haben sie dann Zeit nachzudenken und gute Lehren zu ziehen, was sie zuvor nicht gewollt haben. Alles liegt am Boden. Der Krieg ist vorbei. Gewalten biblischen Ausmaßes sind über die Menschheit hereingebrochen. Es gibt keine nahe Zukunft, aber es kehrt Ruhe ein. Die Zeit der Besinnung hält Einzug, trotz der Angst ums nackte Überleben. Überlegung des Andreas Rill. Wer weiß, ob wir bis dort noch leben? Und es ist ja nicht zum Glauben. Und ich schreibe es nur, damit ihr seht, was der alles gesagt hat. Und von den Kindern erlebt die Zeit doch eines. Deutlich gibt der Prophet den Hinweis, wann die Ereignisse stattfinden. Andreas Rill sprach mit dem Seher, auch wenn er sich dessen Zeitpunkt seiner beiden Niederschrift noch schämte. Der sonderbare Heilige sagte ihm wohl gar seine Zukunft vorher, selbst die seiner Familie und eines Enkel. Und von den Kindern erlebt die Zeit doch eines. Der sonderbare Heilige hat den Schreiber schwer beeindruckt und ihm dies Geheimnis offenbart. Er teilte diese Unglaublichkeit, damit seinen engsten Vertrauten wohl direkten Kontakt mit dem Mann gab. Vermerkte aber vorsichtshalber im ersten Brief, also grenzte sich ein bisschen ab. Aber der Leutnant sprach mit ihm die ganze Nacht. Beim dritten Geschehen soll Russland in Deutschland einfallen, und zwar im Süden bis Chiemgau, und die Berge sollen da Feuer speien, und der Russe soll alles zurücklassen an Kriegsgerät. Abermals werden genaue Angaben und Daten vermittelt. Bei der Flucht vor dem Vergeltungsschlag lassen die Invasoren alles liegen und stehen. Und die Berge sollen da Feuer speien. Wird sich wohl auf die ihm schon vorher bekannte und beschriebene Naturkatastrophe beziehen. Bis zu Donau und Inn wird alles den Erdboden gleichgemacht und vernichtet. Nochmals erfolgt eine exakte Angabe des Kriegsverlaufs im Gebiet von Süddeutschland. Von der Isar an wird den Leuten kein Leid mehr geschehen und es wird nur Not und Elend hausen. Ein Satz zum Kriegsverlauf. Der Seher hatte profunde geografische Kenntnisse und erinnert hinsichtlich der deutlichen Angaben an eine sehr gebildete Persönlichkeit. Auch schrieb im ersten Brief Andreas Rill, der Mann sprach mehrere Sprachen. Die Flüsse sind alle so seicht, dass man keine Brücke mehr braucht zum Hinübergehen. Die Brücken waren zu dem Zeitpunkt, da die Flüsse vertrockneten, bereits zerstört. Naturkatastrophen wie Erdbeben, Asteroidenkontakt, vielleicht Meteoritenschauer und eine Unzahl anderer übernatürlicher Erscheinungen passen aber sehr deutlich ins Bild. Erschüttert von der Wucht der vielen Weissagungen verliert Andreas Rill öfters den Faden zur chronologischen Reihenfolge der Ereignisse.
Dies zeigt sich schon im ersten und wiederholt sich dann auch im zweiten Brief. Das kann man ihm sehr deutlich nachempfinden. Befasst man sich mit den Persönlichkeiten vom Propheten, verwundert es einen schon gar nicht mehr. Dem klugen Schreinermeister war das bewusst, weshalb er am Ende des zweiten Briefes anfügt: Da muss man doch lachen über diese Reden. Und wir lachten. Aber sagte er, von uns erlebt's nur einer und der wird an mich denken. Nun, was soll das werden? Es ist fast nicht glaubhaft. Noch während der Niederschrift dieser Sätze wird sich Andreas Rill, war sich der einfache Soldat zu dem Zeitpunkt schon im Klaren, dass er derjenige sein wird, der das Chaos des Ersten und auch des folgenden Zweiten Weltkrieges übersteht und die Vorhersagen des Sehers erlebt. Und von den Kindern, also seiner Familie, erlebt die Zeit doch eines. Diese Worte brannten sich vermutlich in sein Gedächtnis ein und ließen ihn ein Leben lang nicht mehr los. Später gab der zweitälteste Sohn, geboren 1906, an: Im Juni oder Juli 1915 ist mein Vater im Urlaub gekommen. Da hat er erzählt, er war in oder bei Colmar. Da waren sie eine Nacht einquartiert in einem Kloster. Und da war ein alter Mann, mit dem haben sie sich abends unterhalten. Sie haben geäußert, bis Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Da hat er gesagt, das war 1914, da werdet ihr euch bitter täuschen. Der Krieg dauert über 4 Jahre. Ende 1917 seien die Leute, die von der Einheit noch übrig waren, wieder in die Nähe von Colmar gekommen. Sein Vater habe sich nach dem Kloster erkundigt und erfahren, dass er es in einem Fußmarsch von 2 Stunden erreichen könne. Er sei hingelaufen. Der Pförtner habe ihm gesagt, der Mann lebe nicht mehr, aber hinzugefügt: Aber was ihm der Mann erzählt hat, das ist die Wahrheit. Anmerkung: Der Mann gehörte höchstwahrscheinlich nicht zur Gemeinschaft der Mönche, genoss aber sicher sehr hohes Ansehen. Der jüngere Sohn, geboren 1909, sagte, der Vater habe auf den Prophezeiungen beharrt und immer wiederholt: Das hat er gesagt. Zur dreitägigen Finsternis und zum Dritten Weltkrieg. Wer war Jakob Lorber? Seine geistige Berufung erfolgte am 15.03.1840. Nach dem Morgengebet hörte Lorber innerlich in Herzensgegend deutlich vernehmbare Worte: Steh auf, nimm deinen Griffel und schreibe. Seitdem schrieb er 24 Jahre bis zum Tod mit nur kurzzeitigen Unterbrechungen die innerlich hörbaren wörtlichen Diktate nieder, als deren Urheber sich Jesus Christus oder Engel in Jesu Auftrag bezeichneten. Prophet Jesaja und der Evangelist Matthäus beziehen sich ebenfalls auf dieses Dritte Weltkrieg Geschehen und bringen weitere Details. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Jesus sagte voraus, welche Ängste dadurch ausgelöst werden. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne. Und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor den brausenden Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Lukas, Kapitel 21, Vers 26. Jesus umschreibt, woran jene Zeit sicher zu erkennen ist, in der die Globalkatastrophe eintreten wird. Es wird aber, das also leicht zu erkennen sein, wie man an einem Feigenbaum erkennt, dass das Frühjahr nah ist, wenn seine Triebe saftig werden und aufzubrechen anfangen. Es werden dann sein große Kriege vereinzelt unter den Völkern, und es wird ziehen ein Volk wieder das andere. Auch wird dann eine große Teuerung sein, und es werden entstehen allerlei pestilenzartige Krankheiten, wie sie unter den Menschen bis jetzt noch nie bestanden. Auch werden vorangehen große Erdbeben, auf dass sich die Menschen dadurch zur Buße und zur Liebestätigkeit ermahnen sollen, wohl denen, die sich danach kehren werden. Um überdeutlich klarzustellen, dass dann, wenn aus göttlicher Sicht das Maß voll ist, ein aus dem Kosmos kommendes göttliches Strafgericht erfolgen wird, nannte Jesus seinen Jüngern den Zeitraum nicht volle 2000 Jahre nach seiner Erdenzeit.
Tod Jesu, wahrscheinlich 26 nach Christus. Aus späteren Details lässt sich ableiten, dass das Maß endgültig voll ist, sofern es zu einem dritten Weltkrieg kommen würde. Wenn das Maß übervoll ist, was ca. 2000 Jahre nach Jesu Lehrzeit der Fall sein wird, dann ist mit dem kosmischen Strafgericht zu rechnen. Da werden die Gottesleugner und stolzen Betrüger und Bedrücker von dem Erdboden hinweggefegt und die Gläubigen und Armen aufgerichtet und aus dem Himmel erleuchtet werden, wie das nun soeben der Fall ist und später, nach nahe 2000 Jahren, auch wieder einmal der Fall werden wird. Sowohl die obere biblische Ankündigung als auch die Aussagen vieler Seher aus allen Zeiten und eine weitere spezielle Vorhersage Jesu durch Lorbeer lassen sich am plausibelsten erklären, wenn man eine reale Gefahr aus dem Weltall zur Deutung zugrunde legt. Verschiedene Prophezeiungen und Visionen weisen zwar darauf hin, dass dieser große, gleißend helle und heiße Himmelskörper nicht in die Erde einschlägt, sondern nur sehr nah an der Erde vorbeirast oder sie eventuell streift. Aber dennoch sollen einige größere, bergegroße Felsbrocken oder Brocken auf dem Festland und dem Meer einschlagen, sogenannte Impakte. Anmerkung und Zusammenfassung. Anhand der großen Fülle aller Informationen, also die Vorhersagen, sind die Ereignisse gemäß einer zeitlich bestimmbaren Reihenfolge nachvollziehbar. Der dritte Weltkrieg wird uns, heutiges Datum ist der 13.03.2013, innerhalb der nächsten 4 bis 5 Jahre heimsuchen. Der Mühljasel ärgerte sich und schimpfte: Lacht's nur, ich brauche es ja nicht auszuhalten, aber eure Kindeskinder und die, die nachher kommen, dritte Generation um die 230 Jahre, die werden es schon glauben müssen. Der Beginn des kürzesten aller Weltkriege wird sich ab dem Spätherbst oder zum Frühjahr hin ereignen. Hierzu sollte man den in Europa schon seit langem in Gange währenden Klimawandel berücksichtigen. Die Dauer wird sich aller Voraussicht nach auf 3 Wochen beschränken. Die globale Vergeltung vom Himmel herab ereignet sich zum Knospen der Kirschblüten. Wiederum sollte man die klimatischen Bedingungen ins Auge fassen. Sicherheit gibt es nur in einem guten Versteck, womöglich unter der Erde, ausgestattet mit Lebensmitteln, mit reichlich Wasser. Überalte Exkursionen ohne ABC-Ausrüstung könnten einem das Leben kosten. Angst vor der Zukunft? Der Angst kann man nur mit Wissen und mit der sich in Folge ergebenden Weisheit begegnen. Ist man vorbereitet? Gibt es im Szenario einer Auseinandersetzung keine unüberlegte Handlung? Das Selbstbewusstsein tritt an die Stelle der Angst und man stützt sich auf bereits Erlebtes, Gehörtes oder Gelesenes, reagiert also mit Weitsicht, sucht Trost im Geiste, dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein, die einem mit der spontanen Eingabe der Seele, also der Intuition, den Weg weisen. Das Herz sorgt sich um Belange, die ein Selbst, sein Leben betreffen oder gefährden, stärkt einen bei plötzlicher Todesangst oder aufgrund von Liebe und anderen ureigensten Bedürfnissen. Wissen ist Weisheit und kennt keine Angst. Merkt es euch und wacht auf. Das, was wir einst dachten, wird oder kann sich immer noch an uns auswirken. Es gibt keinen Zufall. Jürgen Geisreiter. Entscheide immer aus deinem Herzen heraus und du erkennst die Wahrheit. So aussichtslos die Dinge momentan erscheinen, denke immer daran, durch die Kraft deiner positiven Gedanken ist alles gut.